So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zurück in Dark Souls. Und ja, wir befinden uns immer noch in Neu-Londo, diesmal weiter unten in der Etage, wo wir beim letzten Mal ganz dummerweise runtergefallen sind, richtig bescheuert gestorben sind. So, die Drachen lassen wir mal Drachen sein und durchforsten nochmal hier die Ruinen, denn alles haben wir noch nicht gesehen hier. Und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich gleich wieder sterbe hier. Denn das war wirklich sehr unbeholfen und doof beim letzten Mal. So. Ich meine, hier war ja auch einer, ne? Ist er? Soll ich mal zu uns kommen hier? Ach. So ein Spast. Na gut. Wir trinken gleich noch mal was. Und gucken mal, ob wir das nächste, wenn wir uns hier, also das nächste Feuer hier irgendwo finden, wo wir uns aufmachen können. Das wäre natürlich ein Highlight. Anmachen können, denn es ist doch ein weiter Weg immer hier runter. So. Muss kurz mal überlegen, wo wir sind. Guck mal, da kommt schon der erste Ritter. Ach Mann. Auch gar nicht, dass ich immer muss ein bisschen die Angriffe abwarten von denen. Die sind nämlich sehr flott. So, ihn machen wir auch platt. Schleichen wir uns ran. Okay, das ging nicht. Ranschleichen. Ranschleichen funktioniert gar nicht. Was trinken? Und dann komm her. So, das funktioniert ganz gut. So, wir haben ja schon einiges abgegrast hier. Wir können direkt wieder hier rausgehen, glaube ich. Wird auch irgendwelche merkwürdigen Geräusche hier. Naja. Wo hier noch irgendwo jemand drin versteckt ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwo meinte ich, war noch ein Ritter. Da ist er. Nicht, dass der uns irgendwann überrascht. Mehr. Man ist immer zu ungeduldig. Man muss eigentlich nur warten, dann kann man die Geräte relativ zügig killen. Wo wir das letzte Mal längst gegangen sind, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich meine, wir waren hier unten und hier gab es auch ein, zwei, die wir töten müssen. Ein Ritter ist auf jeden Fall da. Können wir mal herkommen? Okay, weiter geht's. Das Spiel ist echt mit Vorsicht zu genießen. Muss ich leider sagen. Und hier bin ich letztes Mal dumm gestorben. Ist ein Brunnen. Da kommt der nächste Ritter. War gut zu wissen. Okay. Aber das war dumm. Da müssen wir aufpassen. Das Schutzschild ist echt blöde. Wenn er uns damit erwischt, dann hat er uns sozusagen am Pranger und kastriert uns. Blöd das zu drücken. Wir gehen mal hier runter. Auf die Schritte hören. Okay, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo der Ritter letztes Mal zu uns runtergelaufen gekommen. Das ist schon mal gut zu wissen. Nur für die Orientierung ist es sehr wichtig, finde ich.
Und wir müssen ja eh noch weiter runter, denn wir wollen ja zu den vier Königen. Gehen wir erstmal hier weiter und durchforsten hier nochmal ein bisschen. Du kannst mal kurz heilen hier. Das ist das Gute mit diesem Heilzauber. So. Hoch geht's. Ob wir hier noch hier. Oh, guck mal, da ist auf jeden Fall so ein Schleimmonster drin schon mal. Ich meine aber, hier war auch ein Ritter drin. Da ist schon der nächste, da kommt schon angelaufen. Soll ruhig kommen, den bekämpfen wir aber hier unten. Und da kommt auch gleich schon ein Geist. So. Da war auf jeden Fall ein Geist. Jetzt ist die Frage, ob wir uns sicherheitshalber. Sicherheitshalber die Dings rausholen. Die andere Waffe. Die legen wir uns jetzt einfach mal hier hin. Gezackte Klinge. Zack. Einfach aus dem Grund, dass wenn wir mit Geistern tun, dass wir schnell die Waffe wechseln können. Damit wir die auch treffen. Ich kann natürlich auch noch einen Wanderfluch nehmen. Aber wer weiß, wie oft ich noch hier runter muss. Und dann haben wir die alle verbraucht. Das macht natürlich auch nicht so viel Sinn. Oh. Ritter? Da kommt der Ritter schon. Den müssen wir auch noch platt machen. Oh nein! So. Heilen wir uns mal schnell. Also hier muss man echt aufpassen und immer auf Nummer sicher gehen. Da oben kam gleich gerade eben schon wieder ein Geist raus. Wir gehen mal so rein. Mit der Geisterklinge. Versuchen den Geist da zu killen. Da hinten ist noch so ein fieses Teil, das haben wir auch schon gesehen. Aber irgendwann kommt hier auch taucht hier gleich noch ein Geist auf. Oder auch nicht. Doch, da oben. Aber haut schon wieder ab. Das heißt, wir könnten den auch so erledigen. Ne, da ist der Geist. Oh, seht ihr diesen langen? Habt ihr diesen langen Speer gesehen, den er da rausballert? Ein bisschen gruselig, ne? Aber und nur aufpassen mit diesem Speer, weil der... Der trifft, der tut weh. Ja. Okay. So. Noch weg. Gucken, jetzt kommt hier wieder unser Geist. So, ich komme zu uns. Für uns nicht. Komm her, du Geist. Schon ein paar mehr Geister noch. Da oben schwebt sie rum. Das sind die blöden Köpfe. Da kommen die Geister. Wir müssen uns ein bisschen von den Köpfen da fernhalten. So. Die sind auch weg. Mehr. Hau doch nicht ab. In die Mitte, ne? Damit die kommen. Ich glaube, dass sie von irgendwo anders auftauchen und ich dann gleich wieder platt bin. Da ist eine Kiste. Aber wir greifen jetzt keine, machen jetzt keine Kisten, solange wir nicht wissen, ob die Geister zu uns kommen oder nicht. Da. Warum kommen die nicht zu uns? Wieso kommen die nicht weiter runter, frage ich mich.
bis hier hinlaufen, dann kommen die vielleicht hierher. Kiste, ich muss gleich mal testen, ob es eine Kiste ist, die wir... Bin nicht mehr sicher, war das jetzt so, dass die Kiste die Kette nach hinten oder vorne zeigen musste? Ich weiß es nicht mehr. Werden wir rauskriegen. Ich glaube, wir können die aufmachen. Ein grauer Brocken. Also hier kommt gerade kein Gespenst zu uns hin. Ich weiß nicht, ob es hier einen Weg gibt, wo wir hingehen können. Blöd, wenn das macht. Aber. Heilen. Immer auf sicher gehen. Ich, mir egal, wie wenig Leben ich noch habe. Wie viel Leben ich eigentlich noch habe. Das ist mir sicherer. So, jetzt sind wir hier. Okay, da sind wir links marschiert. Den Weg kennen wir also auch. Da können wir reingehen. Das machen wir dann glatt mal. Oh. Okay. Da könnten wir noch glatt gleich runterfallen. Eieiei. Dann gehen wir mal hier runter. Oh Gott, ich glaube, es geht direkt zum Gegner, wa? Oder vielleicht auch nicht. Ja, anscheinend nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Geh mal runter. Geht auf jeden Fall sehr, sehr tief runter. Das ist diese Ruine, wo die Geister rausgeflogen kamen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Pass auf, wir nehmen mal einen Wanderfluch, sicherheitshalber. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht doch diese Ruine ist, wo die Geister rausgeflogen kamen. Als ich oben längst, als da noch Wasser drin war. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich komplett irre. Aber wir gehen mal trotzdem so lieber. Oh, es wird... Hier ist es auf jeden Fall zappenduster. Ja, und das war's. Tot. Nee, bin doch nicht tot. Okay. Vier Könige. Ach, scheiße. Da ist ein König. Den rennen wir mal drauf zu. Okay, den treffe ich gar nicht. Warum treffe ich ihn nicht? Vielleicht mit einer anderen Waffe? Tatsächlich mache ich mit der hier Schaden. Aber sehr wenig Schaden, wie man sieht. Okay. Und da kommt noch einer. Oh. Okay. Das war nicht so cool. Mal wegrollen von denen. Was trinken? Warum mache ich denn mit meiner Waffe keinen Schaden? Das ist doch merkwürdig. Ja, jetzt. Los. Okay, noch einmal. So, einer ist erledigt. Wo ist der andere? Ja, König. Oh, da kommt noch einer. Oh. Ah, was schießt er denn da ab? Was ist denn das? Oh. Ich muss ein bisschen dichter rankommen. Okay, jetzt sind wir wieder zurück hier, aber schnell. Oh. Wir trinken mal schnell was. Okay, das war zu dumm. Okay, jetzt sind es drei Könige. Oh. Bringt schon was? Oh, jetzt müssen wir aber ran da.
Komm schon. Oh nein, noch einmal ran. So, das ist auch weg. Okay, okay, okay. Oh ne, jetzt aber ein bisschen weiter weg von ihm. Und was trinken. Schutzschild. Ein bisschen Uhr. Ich glaube, wir müssen ein bisschen umdrehen. Oh nein! Das ist natürlich doof. Was macht er? Ich kann mich auch nicht befreien. Okay, jetzt aber. Dreh dich mal ein bisschen um da. Okay, jetzt wieder weg. Oh, jetzt aber ganz schnell weg. Trinken. Trinken. Der hat wieder vier. Hä? Okay, es werden immer wieder mehr. Warum? Eigentlich würde ich ihn gerne umtänzeln. Aber gar nicht möglich ist gerade. Trink was. Okay. Oh Mann. Okay, wir müssen den erstmal platt machen, denn damit der hier, der ist nämlich der am wenigsten Leben hat irgendwie. Oh. Steh auf! Steh auf! So. Und jetzt nach hinten. Okay, jetzt müssen wir schon nach hinten gehen nochmal. Rollen. Oh, hier ist noch einer. Ach, die kommen von überall jetzt. Scheiße! Das war ja ärgerlich. Alter, die kommen ja wirklich von allen Stellen. Die kommen ja wirklich von allen Stellen, was ja wirklich sehr, sehr nervig ist. Aber ich glaube, ganz so schwer waren die gar nicht. Ich glaube, ganz so schwer war der gar nicht. Wir müssen natürlich wieder dahin eiern. Oh, ha. Super, ich bin natürlich am falschen Leuchtfeuer. Notieren wir uns mal. Wollte ich mich noch schnell zum Händler. Aber dann machen wir das schnell. Ob zum Feuerbundschrein. Ja, also ich glaube, die muss man relativ zügig erledigen. Sonst kommen die alle mich nach und nach. Müssen wir gleich mal probieren, ob das vielleicht schneller geht, wenn wir gleich auf ihn zurennen. Bloß ich dachte, am Anfang konnte ich ihn gar nicht treffen. Aber das ist wahrscheinlich auch nur so ein Ding. So, wir haben alles verloren leider, aber das macht ja nichts. Wir eiern da ganz schnell hin. Das heißt schnell, also es wird schon ein bisschen dauern, bis wir da sind. Das ist natürlich ärgerlich, sondern nicht irgendwie so ein Leuchtfeuer oder irgendwas findet hier. So ein Feuerbandschrein, wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall so ein Feuerdings. Naja, egal. So, komm her. Ich wollte mal ganz kurz gucken, was können wir machen, wenn das Ding hochkommt. Denn wir haben ja einen Abgrundschrei. Das ist das Ding hier. Wir hatten irgendwo einen Ring, den wir nutzen können. Was war denn das für ein Ring? Wo war denn der? Da. Irgendwo so ein Abgrundschrei. Vielleicht hilft er uns ja da so ein bisschen. Ermöglicht. Achso, okay. Da, das, den hatten wir ihn an. Okay. So. Also es ist wirklich nervig, diesen ganzen Weg da wieder runterzulaufen. Das macht keinen Spaß. Also das macht wirklich keinen Spaß. Aber wahrscheinlich habe ich nur ein Feuer irgendwo übersehen. Müssen wir gucken, ob ich das mal irgendwann finde. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo eins, aber ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. So, müssen wir den ganzen Weg da wieder hineiern. Wir gehen aber mit dem gezackten Schwert, dann brauchen wir nicht unseren anderen Kram benutzen. Boom. So. Da gibt es ja auch eine Abkürzung dahin. Weiß ich gar nicht. Meine. Muss ja irgendwie da runterkommen. Aber ich weiß es nicht, ob es eine Abkürzung dahin gibt. Gibt's bestimmt. Es gibt bestimmt eine Abkürzung und ich habe sie nur noch nicht entdeckt. Gucken wir gleich mal.
Na, du willst mich also hauen. Dann kriegst du von meiner gezackten Klinge ein paar an die Binsen. So. Ach, wir hätten... Das ist ärgerlich. Wir hätten beim Feuerbandschrein nochmal hier auffüllen sollen, unsere Flakons. Denn da habe ich ja 20 und jetzt habe ich nur 10. Das ist natürlich leicht blöd. Aber naja. Lass sich jetzt nicht ändern. So, hier ging es auf jeden Fall. Oh, hier. Einsammeln. Ein Wanderfluch. 2 Stück sogar. Das ist natürlich top. So oft kriegt man die auch nicht hier. Aber ich weiß nicht, ob es eine Abkürzung gibt. Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwie eine gibt, aber... Aber anscheinend gibt es hier doch keine. Oder es müsste doch hier... Da ist doch der... Da gehe ich doch runter nachher, ne? Oder bin ich verkehrt? Weiß es nicht. So, wir laufen mal hier längs. Dann habe ich sonst gleich die ganzen Geister hinter uns her. Das sollen die aber ruhig tun. Das stört uns gar nicht. Wir gehen direkt hier oben links. Laufen, laufen, laufen. So, kurz mal holen das Ding. Wo geht's denn hier hin? Hier geht nur das Tor auf, ne? Nicht so, dass wir da irgendwie... Nee, sondern fürs Wasser gedacht. Okay. So, zum nächsten Schwert greifen oder beziehungsweise zum anderen Schwert greifen. Und durch. Aber jetzt müssen wir natürlich hier wieder durchkämpfen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Das macht doch nichts. Da kommt der Ritter erstmal runter. So. Alter. Hat er mich aber echt erwischt. Heilen. Muss ich wieder gegen alle kämpfen, die wir hier treffen. Das ist natürlich sehr, sehr nervig. Aber naja. Nein, du sollst nicht nochmal heilen. Ach man, ich hatte mein Schutzschild an. Alles nett. Na gut, jetzt aber. So. Welchen Weg nochmal laufen, die wir gerade eben gelaufen sind? Bisschen doof. Aber wenn mir jemand nicht eine Abkürzung kennt, darf er mir diese gern verraten. Ich würde mich freuen. Da, mir doch egal, wo du umkippst. Oh, hier, komm, gib her. Hier ist ein grauer Brocken. Okay, weiter geht's. Gut, hier drin gibt es 2 Krieger. Und der erste. So, und hier war noch der zweite. Steht da. Ja, ich mach die lieber platt, nicht, dass sie mir auf einmal im Rücken landen. Okay. Ja, super. Ganz clever hingekriegt. Wollen wir mal heilen hier. Hauptsache, wir müssen nicht so viele Flakons verbrauchen. Die brauchen wir anscheinend ja alle für die Geister. Na, ach Mann. So. Hier ging's raus, ne? Ich hoffe, ich gehe ganz einen richtigen Weg und es gibt bestimmt eine Abkürzung, aber ich kenne sie leider nicht. Ach Mann. Das nervt mich. Wenn ich nicht aufpasse, dann kriege ich mal einen gewitscht, ne? So, ich muss mal kurz gucken, welchen Weg jetzt nochmal losgeht. Da sind wir ja hochgegangen.
Da war auch noch ein Ritter uns entgegengelaufen gleich. Und der? Kannst du uns kommen? Das hat mich echt noch erwischt, ne? Diese blöde Drecksau, ey. Na gut, müssen wir leider was trinken. Haben wir noch 9 für die Könige, das ist natürlich echt nicht viel. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem irgendwie hin. Also wieder die falsche Stelle, hier waren wir schon. Ach, Mann. Auf jeden Fall meine Zeug wieder haben, wenn das geht. Das wäre sehr gut. Ich glaube, wir müssen leider hier hoch. Limey ist weg. Mein Ritter ist hier. So. Ja, und die Geister natürlich auch, ne? Aber oh. Komm her. So. Bin mir nicht sicher, ob hier nicht noch ein Ritter war. Weiß er? Ich renn mal kurz raus. Denn ich habe ein bisschen Angst, dass. Genau, dass wir mich gleich mit Geistern auch noch uns abgeben müssen. Muss ja nicht sein. Na komm, mach dein Schild runter da. So. So, jetzt können wir mit der Gezackten hier reingehen. Denn hier war ja immer noch ein Geist, der uns schnappen wollte. Nur einer, ne? Ein paar mehr? Rausgehen. Ich weiß nicht, ob noch einer kommt. Da schweben ja noch einige Geister rum. Na gut, komm, wir gehen mal einfach hier raus. Haben wir Glück. Und dann gehen wir direkt da durch. So. Jetzt rennen wir wieder ganz weit runter. Ich weiß nicht, ob ich einfach so runterhüpfen kann. Traue mich das nicht. Weil ich denke mir, wenn ich da runterhüpfe, bin ich vielleicht gleich sofort tot. Ob ich diesen Fluch, Wanderfluch nehmen muss, um gegen die zu kämpfen, weiß ich auch nicht. Ich würde es jetzt einfach gleich mal machen, weil ich es gerade eben auch gemacht habe. Aber es ist verdammt tief. Es ist verdammt tief. Und wir müssen dichter rankommen an diesen blöden König. Weil der erste war ich relativ schnell bezwungen. Bloß wenn auf einmal 4, 5 um die rumgehen, dann kam immer mehr dazu. Und es hat ja so wenig Energie, wie diese Könige hatten, war ich ja dicht dran. So, jetzt lauf, jetzt passen wir auf. Einen Wanderfluch vorher noch. Gehen auf Dings und gehen runter. Okay. Das gehört ja dazu anscheinend. Jetzt gucken wir mal. Da sind unsere Sachen. Da rennen wir als erstes hin. Da rennen wir erstes hin zum Geist. Komm schon. Ich sehe hier gar nichts. Da ist der nächste Geist. Also König, nicht Geist. Oh, hast du gelb gesessen, aber. Komm schon.
Komm schon. Hört sich da ran. So, schnell was trinken. Trink was. Was ist der nächste? Okay, das Ding haut ein bisschen rein, aber nicht so toll. So, trinken wir noch mal schnell was hier? Okay, und jetzt der nächste. Wo ist der? Also, wir gehen mal zu dem Ding da hinten hin. Darf ich noch einsammeln? Und wo ist der nächste Geist? Da ist er schon, okay. Okay. Der hat gesessen. Okay. Ah. So, ich hoffe, das war's. Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, es wird so leicht, dass natürlich jetzt noch vielleicht irgendwelche anderen kommen. Warten wir ab. Nee. Fürstenseelenscherbe erhalten. Gut, da ist... Oh, da ist ein... Sehr gut. Noch ein, bevor wir natürlich zu diesem Feuer gehen, holen wir uns erstmal unsere Sachen wieder da hinten. Okay, ich darf ja nicht sagen, dass die so leicht waren. Mir wurde auch schon erzählt, dass die sehr, sehr abgeschwächt sind, alle hier in der Remaster-Version. Von daher weiß ich nicht, ich kann es beurteilen. Ich habe die andere Version ja auf dem PC nicht gespielt oder so. Kann ich also nicht sagen. So, erstmal unsere Sachen wieder geholt. Guck das an. Jetzt haben wir wieder richtig schön. Ja, jetzt mal hier zum Feuer hin. Und... Na komm, na komm, na komm. Bam, Leuchtfeuer entzünden. So, wurde entzündet. Und wir werden mal reisen. Und zwar zum Feuerbahnschrein. Sups. Die lodernde Feuerkugel explodiert beim Aufprall, verursacht Flächenschaden und ruft ein Spektakel hervor. Das die Macht der feuerbeherrschenden Pyromanten verdeutlicht. Okay. Gut, also wir können mal kurz hier hochrennen zu unserer Schlange und ihr sagen, oh, warte mal, bevor wir das machen, gehen wir mal kurz hier runter und werden einmal kurz hier rusten. Bam, damit wir einfach mal unsere Flaschen wieder bekommen. So, und dann gehen wir mal hin. Oh, warte mal, wir können auch aufsteigen, glaube ich. Das machen wir auch gleich mal. Wenn wir schon mal dabei sind, steigen wir auch gleich auf. Also, wir wollen, was wollen wir machen? Wie wär's denn mit unserer Berge? Bam. Und vielleicht unsere Vitalität. Zack. Bam. Gut. Jetzt haben wir auch richtig viel Leben da oben, wie man sieht. Und unsere Ausdauer ist auch recht hoch. Jetzt gehen wir mal hin zu ihr hier. Diesem hässlichen Vogel. Und schnacken mal mit ihr. Es freut mich ungefähr sehr zu sehen. Liegt dir was Dringendes an? Ich möchte gerne... So. Ja, das wissen wir ja alle schon. Die schnappt uns und dann geht's runter. Kann man sich überspringen hier irgendwie? Na? Müssen wir nicht alles sehen, oder? Ist doch ein bisschen langweilig. Kennen wir ja schon. So, bestimmt auch. Und dann bringen wir das Ding mal gleich hier hin zur Schale. Am Herrschergefäß rasten. Herrschergefäß Seelen darbieten. So. Erst gewiss Seelen da bieten. Ich habe keine BT mehr. Gut, also wir haben jetzt ja drei Fürsten erlegt. Das heißt, also wir bräuchten noch ein paar andere. So, wir gehen mal zum Feuerbahnschrein zurück. Genau. Aber das würden wir uns beim nächsten Mal angehen, denn ich denke mal, jetzt haben wir uns eine nette Pause verdient. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns später mal wieder. Bis dahin, tschüss.